Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Kuhstall an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Daniel X321. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One für die Diamond der Kategorie platzierbare Objekte und dann Tierhaltung. Ganz hinten habt ihr den Kuhstall, 100.000 Euro in der Anschaffung, 60 Euro Unterhaltskosten am Tag, Kapazität 15 Kühe. An sich sollte das ein Kuhstall im polnischen Stil sein. Muss ganz ehrlich sagen, naja, man kann das auch schön auf kleineren und alten, so Oldtimer, Nostalgie, Ostalgie Maps verwenden. Das sieht eigentlich ganz schnieke aus. Der Kuhstall hat Seasons-Unterstützung, also ist Seasons-Ready und Manore-System ist ebenfalls supported. Wunderbare Sache. Schauen wir uns das gute Stück an. Ihr seht, ich habe eine Pen-Extension wie immer mit dabei. Das wird dementsprechend auch ohne Probleme unterstützt. Wir haben hier im Außenbereich einmal Abfahrt von der Milch. Hier habe ich dann einmal Wassertrigger, dann da drinnen, kommen wir gleich dazu. Ansonsten ein altes Backsteinhaus. Ne? Schon ein bisschen runtergekommen, ein bisschen angegangen. Das ganze schöne alte Fenster, auch schön verdreckt. Wir haben hier außen eine kleinere Weide. Ihr seht, die Bodenanpassungen werden nicht vorgenommen. Das könnt ihr alles manuell selber machen. Das Einzige, wo halt drin was ist, ist halt im Innenbereich, ist klar. Aber ansonsten stehen die Kühe halt hier rum, 15 Stück insgesamt an der Zahl. Man kann sich hier drin auch bewegen, moin Mädels, ne? Die Kühe haben auch Kollision, alles normal. Und so weiter und so fort. Gehen wir einmal hier raus, einmal im hinteren Bereich. Da haben wir hier theoretisch so eine Art, naja, wie soll man sagen, Abstellkammer. Wir kommen aber nicht rein. Seht ihr das hier? Ne? Also entweder ich bin zu fett, aber ne, geht eigentlich nicht. Also von daher, das ist zwar nett, aber rein kommt man hier aktuell nicht. Dann haben wir hier hinten einmal noch eine Tür zum Rein- und Rausfahren. Wir haben hier den Anschluss fürs Gülle. Fürs Gülle auspumpen, könnt ihr einfach hier aber hinfahren, R drücken, geht genauso. So, dann ist hier schon ein bisschen Stromverteilung, Licht, ein bisschen bricht hier schon der Putz ab, ne? Ein bisschen Holzbretter, ein paar Deko-Elemente, alles schick schön. Auch hier noch irgendwas zum Unterstellen, ist auch noch mit dabei. Ansonsten Türen macht ihr einmal mit der linken Maustaste auf, ist soweit animiert, hat soweit Sound. Dann haben wir hier vorne einmal den Wassertrigger. Ihr seht, ich habe das Rohr jetzt hier einfach mal mit integriert. Das Ganze sieht so aus. Hier haben wir den Trigger fürs Futter. Und hier oben, da seht ihr einmal Licht und einmal eine Luke. Gucken wir uns aber erstmal das Licht an. Das seht ihr jetzt hier so. Generell in der Nacht ist da jetzt erstmal standardisiert nichts mit, mit beleuchtet. Das ist erstmal alles finster. Wenn wir uns das Ganze dann mal hier so abgehen, ne, ihr seht hier nichts Lichtschalter. Da auch nichts Lichtschalter. Wir haben zwar hier so eine Verteilerdose da, aber auch da generell nicht. Nun, wenn wir uns das Ganze hier im Außenbereich mal angucken, sehen wir aber auch hier, weil ich komme ja hier offiziell nicht rein, sehe ich da aber auch erstmal kein Lichtschalter. Ne? Also gar nichts, gar nichts. Ihr seht auch hier, wenn ich hier stehe, passiert nichts. Ich kann zwar hier einmal aufmachen, ne? Und ihr seht, jo, da geht so ein bisschen die Kuh durch, aber hier ist nichts. Kann ich erstmal offiziell nichts machen. Ich kann aber hier hochgehen. Ne, und kann hier oben die Tür öffnen. Und da haben wir nämlich den Dachboden. Und da könnten wir rein theoretisch gesehen Strohballen, Heuballen und habt ihr nicht gesehen, halt drinne lagern. Das ist ganz, ganz nett. Hier ist dann theoretisch gesehen auch nochmal eine Lampe. Und hier so ein kleines Fenster, da kann man auch durchgucken. Könnte es hier lagern und könnten dann rein theoretisch gesehen hier so blub, 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 ne, nach unten. Ist eine nette Sache, wenn man das so bespielen möchte. Betretbar ist es auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ja, und dann sind wir hier im Rundgang gesehen auch schon einmal mit durch. Ne? Wenn wir dann uns das Ganze hier aus nochmal, wie gesagt, das ist das Lady-Ding. Hier ist halt hier Lichtschalter. Ich habe ihn nicht gefunden. Ne? Vielleicht findet ihr ihn, aber eh nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal befüllen, ihr seht, wir haben einen relativ schmalen Durchgang und auch von der Höhe her, also ihr seht, der Fendt ist schon komplette Grenze. Ne? Also mehr darf es nicht sein, eher noch ein Stückchen weniger. Dann können wir einmal hier mit ran machen. Und wenn wir dann einmal hier über den Triggerpoint stehen, seht ihr, ich kann jetzt hier momentan nichts abkippen. Wenn ich über den Kornschieber mache, nach hinten raus geht's. Das heißt, ihr müsst halt wirklich hier eine Nummer kleiner auswählen, dass ihr nach links und rechts abkippen könnt und hier drinnen mehr, sagen wir mal, Spielraum habt. Weil nach oben hinaus, entweder ihr habt so einen Abschieber, also das Ding halt nicht anhebt, ne, oder ihr kippt halt generell nach links oder rechts ab. Wir können das Ganze ja mal hier versuchen. Abkippseite rechts. Ich versuche mal hier ein bisschen den hier zu machen. So, ist schon hardcore. Ne, so funktioniert das dann schon eher. Ne, aber ihr seht, abkippen kann man da jetzt. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dürfte ich kurz, vielen Dank, seht ihr hier, Mischration
ist in dem Fall auch mit drin. Wir brauchen jetzt zwar deutlich mehr, aber dadurch, dass der Anhänger jetzt so dermaßen klein ist, würde das auch wieder ewig und 90 Jahre dauern. So, gehen wir das Ganze nochmal ab. Na, aber ihr seht, das kommt dann hier unten auf den Boden. So langsam aber sicher. Und dann freuen sich dementsprechend die Kühe. Aber das müsste man jetzt sehr, sehr häufig machen, bis das Ganze hier auch wieder voll ist. So, macht das Ding wieder zu. Wunderbar, schick schön. Wie gesagt, Gülle könnt ihr hinten rausholen. Auch das ist kein Problem. Sachte, sachte, sachte. Ne, zack, und da sind wir dann dementsprechend einmal auch wieder raus. Und wenn ich jetzt hier die Zeit mal ein bisschen vorspule, ne, verbraucht sich das Ganze logischerweise auch. Bei 15 Kühen ist das jetzt relativ angenehm. Muss man auch mit dazu sagen. Aber wir spulen ein bisschen weiter vor. Ihr seht, es ist runter. Und ihr seht, Mist bleibt generell hier erstmal noch auf 0. Was ja daran liegt, dass wir momentan noch kein Stroh mit drin haben. Und das Stroh funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Also einmal auffüllen, dann einmal wieder reinfahren und das Ganze abladen. Drehen wir einmal hier rum. So, jetzt machen wir einmal Abkippseite links. Das wäre am besten. So, irgendwie hier versuchen so ein bisschen den hier zu machen, dann klappt das auch. Aber wie gesagt, kleineres Equipment wäre durchaus sinnvoll. Und dann kippen wir jetzt hier noch ein bisschen Stroh rein. Ihr seht, die Kühe glitschen durch die Wände teilweise da wieder ein bisschen durch. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Das passiert halt. Ich meine, muss man sich jetzt nicht dran stören. Ne? Also, ist okay. Man ist ja jetzt nicht permanent in diesen Stall mit drin. Ne? Und ihr seht, jetzt kommt halt das Stroh dementsprechend da, wo die Kühe da rumstehen. Ne? Und das wird mehr und mehr und mehr, bis wir das Ganze halt voll kriegen. Ihr seht, so viel brauchen die jetzt in dem Fall auch nicht. Und wenn ich jetzt wieder hier einmal vorspule, mal einmal hier die Zeit auf 12 nehmen, dass es nicht so schnell ist, dann seht ihr, kommt jetzt dementsprechend auch die Mistproduktion da mit hinterher. Lassen wir das Ganze einmal ein bisschen laufen, dass da hier ein bisschen was entsteht. Ihr seht, es ist halt relativ wenig, aber wir haben halt auch nur 15 Kühe. Ist halt wirklich wieder was für Nostalgie- oder Ostalgie-Karten, ne, dass das relativ da so entspannt ist. Ja, und dann lübt der ganze Spaß hier. Ja, ihr seht das Ganze hier. Die Kühe, die freuen sich in dem Falle. Wie gesagt, hier passiert in dem Falle nichts mit drin. Gehen wir hier noch einmal raus. Ne? Moin, moin. Moin, moin, durfte ich mal. Grüßt ihr. Ne? Und da könnt ihr euch das Ganze hier drin dementsprechend so wunderschön anschauen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Thema Mist, der spawnt nämlich einmal hier. Ne? Und das könnt ihr dann schick nochmal abholen. Ne? Wie realistisch das jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber hey, wie soll man hier drin auch das auskehren? Ne? Also dafür gibt es ja nur hier keinen Zugang. Wäre hier noch so ein Zugang gewesen, ne, dann wäre es vielleicht noch nachvollziehbar gewesen. Aber so ist das, denke ich mal, schon mit am effizientesten. Ja, wenn wir uns dann einmal hier den Log anschauen, abseits von meinen Spuleskapaden. Seht ihr, läuft soweit, lädt ohne Probleme. Wir reden hier von 22 MB. Ist soweit auch vollkommen I.O. Nun, ich würde sagen, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer, das Ding ist echt so gerade an der Grenze, ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi Grobski. Tschüss.